Hi und herzlich willkommen hier auf Facebook zu einem weiteren Live-Video. Es geht ums Thema Kalorienzählen. Mein Name ist Silke Rosmusch und ich bin Medizinstudentin, Erfinderin der Raus-aus-der-Lust-Challenge und im praktischen Jahr. Es geht ums Thema Kalorienzählen, weil sich eine langjährige Zuschauerin von mir an mich gewandt hat und mir erzählte, sie macht kalorienreduzierte Kost. Und das passierte kurz nachdem jemand anderer mir vor 3 Monaten oder so gesagt hat, sie macht Weight Watchers und nach einem der Challenge-Videos erzählte, dass ich recht gehabt hätte, Weight Watchers würde nicht funktionieren, wenn man esssüchtig sei. So, und Kalorienzählen ist, glaube ich, die beliebteste Methode und dann die bekannteste Methode abzunehmen. Sage ich mal. Man hat jahrelang oder jahrzehntelang nur das gemacht, bis dann so Sachen wie Insulin-Trennkost aufkam oder Low Carb oder die Varianten dazu wie Keto oder Paleo. Denn das Ganze ist Physik, ne? Alles, was Energie geht nicht verloren, Energie, die du nicht reinsteckst, verbrauchst du und die du nicht verbrauchst, die wandelst du um in Fett. Energie geht nicht mehr verloren. Und wer weniger Kalorien zu sich nimmt, der muss Energie aus dem Fettgewebe aufwenden, um dann abzunehmen. Und das ist ja das Ziel, das Fettgewebe loswerden. Also Kalorien zählen zum Abnehmen. Soweit so logisch. Nur funktioniert es nicht. Nicht dauerhaft. Und da sind wir wieder beim Thema. Bei mir funktioniert Kalorienzählen ungefähr 2 bis 3 Wochen. Und dann habe ich so einen rasenden Hunger. Und dann ist mein Belohnungssystem so deprived, dass wenn ich dann so hungrig, wie ich nach 2 bis 3 Wochen bin, Schokolade über den Weg laufe oder irgendwas anderes sehr Leckerem, dass ich dann absolut keine Willenskraft habe. Was logisch ist, denn Essen ist eigentlich genauso gelagert wie Atmen. Und wenn man das unterdrückt, also wir atmen so um die 10 Mal die Minute. Und wenn wir versuchen, nur 8 Mal die Minute zu atmen, dann geht das eine Zeit lang, bis wir so ein Defizit an Sauerstoff haben, dass wir ne, ganz viel auf einen Schlag zu uns nehmen wollen. Und so ist es beim Essen auch. Sprich, Essen ist genauso automatisiert eigentlich oder soll so automatisiert sein, wie es Atmen ist. Und deswegen kann man es nicht mit Kalorien zählen oder Punkte zählen oder was auch immer zählen, kontrollieren. Man kann es eine Zeit lang, bis das Ganze zurückschlägt. Und das ist dann der Moment, wo man halt dann irgendwie binget. Und dieses Kontrollieren eines völlig natürlichen Vorgangs wie Atmen oder sich ernähren ist schlussendlich der Anfang vom Ende im Sinne von dem, was man Essstörungen nennt. Ne? Wenn man versucht, mit seinem Verstand etwas zu steuern, was das autonome Nervensystem aber eigentlich steuert, dann kommt das alles durcheinander. Sprich, wenn man Kalorien zählt, isst man sich eben nicht satt. Und deswegen bin ich der Auffassung, man muss andere Wege finden, wie man im Rahmen des autonomen Nervensystems abnehmen kann und sich gleichzeitig satt essen. Das ist die Idee hinter dem Ganzen. Es war jetzt heute im Deutschen Ärzteblatt ein Artikel darüber, sie haben eine neue Methode gefunden, eine Magen-Bypass-Operation zu machen. Oder eine bariatrische Operation für adipöse Menschen, ohne den Magen verkleinern oder kaputt schneiden zu müssen. Man hat da Folgendes gemacht: einfach die Blutgefäße, die den Magen versorgen, hat man verstopft, sodass der Magen nicht mehr mit Blut versorgt werden konnte. Das hatte zur Folge, dass der Magen das Hormon Ghrelin nicht mehr produziert hat. Ghrelin ist das Hungerhormon. Wenn der Magen kein Ghrelin produziert, dann kriegt das Hirn nicht signalisiert, dass man Hunger hat und dann isst man eben nicht. Leider hat das Ganze nicht so gut funktioniert, wie wenn man den Magen tatsächlich verkleinert, aber es hat auch funktioniert. Die Leute haben ein bisschen abgenommen. Leider haben sich deren Blutfettwerte und Cholesterin und Zucker und diese ganze Scheiß nicht genug verbessert und deswegen ist die Frage, ob das jemals gemacht wird. Aber es ist ja sowieso Kacke, weil man ja eingreifen muss wieder in den Körper. Und man kann auch eingreifen, indem man einfach andere Nahrungsmittel auswählt. Das ist der Trick des Ganzen. Man muss Nahrungsmittel auswählen, die dem Körper
entsprechend signalisieren, dass er satt ist, dass die Hormone nicht mehr produziert werden und dass das Belohnungssystem nicht durchdreht. Und jetzt sind wir müssen einen Mittelweg finden zwischen dem intuitiv Essen, wo ich wann war das? Vor 2 Wochen ein Video drüber gemacht habe, was nicht funktioniert, wenn man die falschen Nahrungsmittel wählt, und dem vom Verstand her kontrollieren, was man isst und so zu versuchen, weniger Kalorien zu nehmen. Klar, man muss innerhalb der Balance sein zwischen Verstand und Intuition. Sprich, man muss mit dem Verstand die Nahrungsmittel auswählen, die dazu führen, dass man intuitiv essen kann und dass man sich satt isst und satt bleibt und trotzdem sein Übergewicht verliert. Ich will nicht sagen, dass mit dem intuitiv Essen der richtigen Nahrungsmittel jemand, der ein BMI von 21 hat, auf ein BMI von 19 runterkommt. Aber jemand, der ein BMI von, weiß ich auch nicht, 26 hat, der kommt damit locker auf ein BMI von 22 runter, wenn er die richtigen Nahrungsmittel auswählt. Und dabei ist er satt und dabei schmeckt es ihm gut. Er fühlt sich nicht hier deprived. Wie heißt denn das auf Deutsch? Er fühlt sich nicht irgendwie, als müsste er auf was verzichten. Und dann läuft das alles, wenn man einfach nur die richtigen Nahrungsmittel auswählt. Dann kann man das alles austricksen und braucht nichts mehr zählen, keine Punkte, keine Kalorien und keinen sonstigen Scheiß. Klar, habe ich was vergessen? Hat jemand Fragen dazu? Oder Fragen zur Raus-aus-der-Nussfalle-Challenge, zum Online-Kurs? Irgendwas da, was unklar ist? Nö? Okay, gut, dann soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Wenn keiner irgendwelche Fragen hat, dann soll das wohl so gewesen sein. Ich verlinke euch den Artikel im Ärzteblatt nochmal unten drunter, falls ihr das nachlesen wollt mit der Embolisation der Gefäße. Und ansonsten sage ich ciao, schönen Abend. Bis morgen zu einem Minimalismus-Video. Dann, also, weil dieses Video kommt auf YouTube an einem Dienstag. Das war's. Ciao, eure Silke.